einen wunderschönen Mittwoch in diesem wunderschönen Sommer, mitten im Juli, im Eisenacher Hochsommer, gefühlte Außentemperatur 14 Grad. Der junge Mann, der so freundlich lächelt, in Schwarz, heißt Chris Auschenberg, kommt aus Wedding-Lubnitz und wird Schiedsrichter der Begegnung FC Eisenach gegen FC Rot-Weiß-Erfurt, zweite Mannschaft sein. Das zieht natürlich jede Menge Interessenten an. Hier haben wir den Trainer, der Max Suhler, verfeint mit dem Trainer der Mila, Björn Fenter und Moritz Hirt, hätte ich beinahe gesagt, der war auch mit im Bild. Peter Hirt natürlich. Und das zieht natürlich auch gleich den Eisenacher Lokalsportjournalisten der TLZ mit heran. Ja, ja, man sah hier viele bekannte Nasen aus dem Kreis Eisenach, aus dem Altkreis Eisenach. Und die sahen zunächst eine couragiert aufspielende Eisenacher Mannschaft. Hier haben wir Braunschweig gehabt. Konstantinus Neuss mit einem ersten Lapsus nach 10 Minuten. Es eröffnet die erste Möglichkeit für die Drittliga-Reserve des FC Rot-Weiß Erfurt durch René Schäffer. Hier haben wir mal ein Beispiel dafür gehabt, wie schnell Neuzugang Martin Fiss hier mit der Nummer 11. Er kam von den Preußen auf Eisenacher Seite. Ist hier so schon wieder. Und da zeigt ihm Marc Langer gleich mal auf, dass man in der Oberliga, in der die Erfurter zu Hause sind, versteht, harten Fußball zu spielen. Wieder Fiss. Wird er vom selben Spieler nochmal genommen. Und diesmal im Rauschenberg, dass er was von Regelkunde versteht. Und dem Erfurter Angreifer die gelbe Karte. Erste Möglichkeit durch Markus Ahn, den Captain in dieser Saison bei den Eisenachern. Der mit der Nummer 7 hier ist David Leischner, der hinterließ einen sehr starken Eindruck. Setzt hier schön Markus Ahn in Szene. Der mit seiner zweiten Möglichkeit, ja, in der Vorbereitung, darf einem so einen Ball auch mal verrutschen. Wieder wird Fiss Volley genommen, gegen den haben sie sich anscheinend was vorgenommen auf Erfurter Seite. Und da gibt es den zweiten Karton. Das war überraschend, dass der höherklassige Verein hier zu solch harten und rabiaten Mitteln griff. Die Eisenacher ließen sich davon aber nicht beeindrucken, spielten weiter mutig nach vorne. Alexander Pohl auf Braunschweig. Und der versucht es mal aus der zweiten Reihe. Finde ich gut, dass es auch für solche Versuche Applaus gibt. Auch wenn sie nicht so erfolgreich verlaufen. Wieder Arndt. Der hat ja schon mal höherklassig gespielt in der Oberliga. Und kann sich auch gegen zwei höherklassige Spieler behaupten. Dann haben wir auch mal wieder was von den Erfordern. Freistoß durch Marc Langer. Und dann verschätzt sich Eisenachs Defensive und Robert Hering mit der Riesenmöglichkeit zum Führungstreffer für den Oberligisten. Noch einmal die Erfurter, die jetzt zunehmend das Eisenacher Tor unter Druck setzen. Hier wieder Marc Langer. Naja, die ließen da nichts anbrennen. Am vorigen Wochenende haben sie die Arnstädter, die auch in der Verbandsliga Thüringen spielen, mit 5:0 versohlt. Ja, kein Wunder. Die wollen sich noch anbieten. Vielleicht schafft es der ein oder andere noch in die erste Mannschaft. Insofern gibt es so richtige Freundschaftsspiele für die Reserve der Erfurter eigentlich nicht. Wieder der sehr agile Braunschweig. Diesmal mit einer hohen Flanke und eine Unsicherheit. Die passiert aber im Rücken von Ronny Fuhrmann. Patrick Richter am Tor der Erfurter verschätzt sich bei diesem Ball. Immer noch die Eisenacher. Wieder Arndt, der setzt Fiss ein. Gute Möglichkeit für den Ex-Preußen. Und dann haben wir auch schon die Halbzeitpause. Eisenach hinterließ einen starken Eindruck. War hier nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft. Hier spielten zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Da hört das. Auf der Torwartposition wurde gewechselt. Sven Kallenbach verließ das Tor, machte Platz für René Geuss. Indes eine erste Möglichkeit für die Eisenacher durch Leischner. Dann wurde auch mal hinten rumgespielt. Langer Ball von Fuhrmann. Scheinbar ins Planlose, aber nein. Da steht Markus Arndt. Kurz nach Wiederanpfiff. Der nicht unverdiente Führungstreffer für die Wartburgstätte. Das Publikum sieht es mit Wohlwollen. Eisenach führt mit 1:0 gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Zweite Mannschaft. Torschütze mit der Nummer 10, Markus Arndt. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ihr hört es an der Resonanz, was das Eisenacher Publikum davon hält. Die sind da hochzufrieden.
Thomas Hahn beim Freistoß, den dann doch Braunschweig ausführt. Er versucht es gleich nochmal auf Arndt. Er wird aber diesmal geblockt durch Robert Hering. Und dann Wolfsburg wieder so ist. Wie schon zu Beginn der ersten Halbzeit, auf der zweiten Halbzeit mit einem Unfall. Und das bedeutet den Ausgleich durch die Erfurter, durch den eingewechselten Biozok Türk. Da kann man auch mal ein Trinken drauf. Der eine oder andere ist dann schon zufrieden. Ich hab's doch gesagt, Leute, die können was. Hat ja auch keiner angezweifelt, Freunde. Torschützen konnte ich jetzt leider nicht genau ausmachen. Eisenach zog sich in der Folge des Spieles ein bisschen zurück, versuchte zu sichern und Erfurt kam etwas auf. Hier verkürzt Geuss schön den Winkel gegen die Nummer 13, Unwald. Braunschweig wieder mit dem Ball auf Arndt. Markus Arndt spielt diesmal ab auf Pohl. Der lässt einen Gegenspieler stehen, der Ball wird abgefälscht. Schöne Möglichkeit für die Eisenacher. Sie blieben halt gefährlich. Es war ein ansehnliches Spiel, ohne jetzt atemberaubend viele Höhepunkte und Torchancen zu bieten. War es aber trotzdem unterhaltsam und jederzeit, na sag ich mal, war sowas wie Spannung drin. Ein Tor konnte auf jeder Seite fallen, zu jedem Zeitpunkt. Wieder Rot-Weiß, die in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr fürs Spiel taten. Die Nummer 4, schöner Schuss. Auch ein Einwechsler, den Namen muss ich jetzt schuldig bleiben. Auf dem Spielformular standen die Namen zwar draufgeschrieben, aber der Verantwortliche von Rot-Weiß, der das ausgefüllt hat, bei allem Respekt, Leute, das war eine Sauklaue. Ich konnte hier kaum was lesen. Hier haben wir nochmal eine Möglichkeit von Ronny Fuhrmann gehabt. Auf Eisenacher Seite. Ja, und so ging das eben hin und her. Wieder Erfurt. Wieder der auffällige Marc Langer. Und dann aber der lange Pass auf Markus Arndt, den Captain der Eisenacher. Der geht auf und davon. Kann nicht gestellt werden von Jannik Weber. Und da hat nicht viel gefehlt. Wir sind bereits in der Schlussphase des Spiels. Eisenach war jetzt dem Siegtreffer doch etwas näher als die Erfurter. Kurz ausgeführte Ecke von Braunschweig. Schöner Ball von Leischner in die Mitte. Und Pohl, wieder abgefälschter Ball von Hahn und er geht an den Pfosten. Den hätte Hahn mit der Hacke Weindorf bald noch eingejubelt. Nochmal Braunschweig für Leischner und der nochmal. Der hat eine Peitsche, der Bengel. Schaut euch das an. Patrick Richter muss da sein ganzes Können aufbieten, um dieses Gewächs zu entschärfen. Erfurt noch einmal, versucht die Lücke zu finden. Da schauen sie, spielen sich den Ball ein bisschen hin und her. Im Endeffekt kommen sie dann wohl doch zu dem Schluss, dass ein unentschiedenen Eisenach gar nicht mal so übel ist. Prinz Rauschenberg pfeift diese Begegnung ab. Eisenach hat sich hier mit einer klasse Leistung. Ihr habt das. Ja, Manuel Tippach, habt ihr verstanden? Von einer klasse Leistung spricht er hier. Von den Eisenachern, ja, schließe ich mich an. Gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, außer vielleicht, dass es sich ja nur um ein Testspiel gehandelt hat. Wir wollen da nicht zu vorschnell in Euphorie verfallen. Ich denke mal, da treffe ich auch auf offene Ohren bei Jürgen Heun, der gesagt hat, das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Testspiel. Wir haben bisher in dieser Saison noch gar nichts erreicht. Logisch, hat ja auch noch nicht angefangen. Trotzdem ist das ein schöner Teilerfolg, dieses Unentschieden gegen den Oberligisten. Man wird sehen, wie sich die Wartburgstädter weiterentwickeln. Die Testphase ist ja noch nicht zu Ende. Wir werden das weiter beobachten, ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns.